Sehr geehrte Frau Kommissarin, es gibt mit Sicherheit wichtigere Themen aktuell in der Europäischen Union als die Abschaffung der Zeitumstellung. Nichtsdestotrotz haben sich in einer Online-Petition mehr als 4 Millionen Menschen in Europa dafür ausgesprochen, dass wir die Zeitumstellung abschaffen. Und die Kommission hat sehr schnell geliefert. Ich war Berichterstatter im Industrieausschuss dazu. Auch wir haben von unserem Ausschuss sehr schnell geliefert. Die Mehrheit im Industrieausschuss haben sich auch klar dafür ausgesprochen, dass wir die Zeitumstellung in Europa abschaffen. Dass es nicht schnell kommt, sondern wahrscheinlich erst 2021 die Abschaffung kommt, das finde ich bedauerlich. Es gibt aber auch aus Industriesicht gute Gründe dafür. Beispielsweise der Luftverkehrssektor, wo es um Timeslots geht, die oft über mehrere Jahre hinaus schon vorgefestigt sind, vorverhandelt sind. Da kann man nicht so schnell darauf reagieren oder auch bei Gasnetzbetreibern. Jetzt liegt es aber nicht an der Kommission, jetzt liegt es auch nicht mehr am Parlament. Wir werden ja dafür stimmen, sehr wahrscheinlich, sondern es wird an den Mitgliedstaaten liegen. Die Mitgliedstaaten müssen jetzt dafür sorgen, dass wir einen Flickenteppich auf europäischer Ebene vermeiden. Ob die das hinkriegen, da gibt es Zweifel. Deshalb auch mein Aufruf an die Mitgliedstaaten, hier schnell zu reagieren und dem Willen der Bürger, dem Willen der Kommission und dem Willen des Europäischen Parlaments entsprechend hier zu entsprechen. Vielen Dank.